Schäden können ja existenzbedrohend sein, sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen. Ganz unabhängig von den Definitionen ist ein Schaden auf jeden Fall eins, eine emotionale Belastung. Gerne berichte ich von einem Schadenfall, der sich im wunderschönen Süditalien zugetragen hat. Hier hat unsere Kundin ein Feriendomizil in sehr exponierter Lage. Als unser deutscher Gutachter vor Ort kam, musste er feststellen, dass nichts mehr übrig war. Also es wurden die Fenster ausgebaut, die Türen ausgebaut, jegliches Inventar fehlte. Die Duschtüren waren weg, selbst die Kloschüsseln hatten die Täter ausgebaut und mitgenommen. Aber unser deutscher Gutachter hat sich mit unserer Kundin und im Anschluss auch mit den Handwerkern zusammengesetzt und man konnte den Schaden beheben in Höhe von 80.000 Euro. Durch unser Expertennetzwerk sind wir beispielsweise auch bei Schäden im Ausland in der Lage, deutschsprachige Gutachter vor Ort zu haben, wenn dies erforderlich wird. Wenn es sich um einen Cyberschadenfall handelt, sind nicht wir der erste Ansprechpartner, sondern High Solutions. High Solutions ist ein IT-Krisendienstleister und die stehen über eine Hotline, die im Versicherungsschein bezeichnet ist, zur Verfügung, sodass der Versicherungsnehmer jederzeit direkten Zugriff auf einen technischen Ansprechpartner hat. Schäden lassen sich nicht immer vermeiden, das ist ganz klar. Aber wenn ein Schaden eingetreten ist, dann wollen wir zur Seite stehen und das schnell und unkompliziert. Oft ist es erforderlich, Experten zur Hand zu haben, die wir unserem Kunden dann schnellstmöglich zur Verfügung stellen können. Vor allem aber geht es darum, für den Kunden da zu sein und ihn zu unterstützen, weil ein Schadenfall natürlich immer eine belastende Situation ist und der Kunde hier auch persönliche Ansprechpartner braucht, um mit dieser Situation umzugehen. Ein Fall ist eben ein solcher, wo ein Möbelhersteller sich eines Morgens konfrontiert gesehen hat damit, dass reihenweise die Server verschlüsselt waren und sie mehr oder weniger hilflos waren. Genau das ist der Punkt, wo die Cyberversicherung ansetzt. Da hat er einen Ansprechpartner, an den er sich wenden kann, hat High Solutions angerufen. Zunächst hat man untersucht, was an Daten denn verschlüsselt ist, was noch vorhanden ist. Hat geschaut, wie können wir mit Ersatzservern arbeiten, PR-Agentur eingeschaltet. High Solutions ist wegen der Schwere des Vorfalls vor Ort gewesen und dem Versicherungsnehmer damit geholfen, die Betriebsunterbrechung möglichst gering zu halten. Die Idee ist immer, dass der Versicherungsnehmer hinterher so steht, als wäre der Vorfall gar nicht passiert. Integrität, der höchste Hiscox-Wert, den wir leben. Das heißt, wir stehen zu unserem Wort und der Kunde kann sich wirklich darauf verlassen. Die Erfahrung zeigt, dass es im Schadenfall oft nicht nur um Fakten geht, sondern es spielen Emotionen eine große Rolle. Und da hilft es, wenn man sich gemeinsam an einen Tisch setzt und den Sachverhalt bespricht und die Emotionen aufarbeitet. Bei uns erreicht man immer direkt einen Juristen als Ansprechpartner. Das ist jemand, der auch hinterher den Vorfall und den Vorgang bearbeiten kann und entscheiden kann. Das ist uns besonders wichtig und zeichnet uns aus. Was machen wir anders als andere Versicherer? Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir uns versuchen, in die Lage des Kunden zu versetzen. Es geht nicht nur darum, zu prüfen, ob Versicherungsschutz besteht oder nicht. Es geht darum, zu verstehen, was über die monetäre Entschädigung hinaus für den Kunden wichtig ist. Man könnte sagen, dass bei uns quasi Empathie Einstellungsvoraussetzung ist. Man kann sicherlich unsere Versicherungsbedingungen kopieren oder auch unser Pricing. Aber man kann nicht unsere Leute kopieren.